So will eigentlich kein Boxer gewinnen. In der sechsten Runde muss Vasile Dragomir aufgeben. Eine Schulterverletzung machte es unmöglich, den Kampf fortzuführen. Dabei hätten die Zuschauer in der Berliner Universal Hall wohl einen Kampf gesehen, der über die vollen 12 Runden gegangen wäre. Beide Boxer mit guten Szenen bis dahin. Ariks Befürchtungen, den schwersten Kampf seiner bisherigen Karriere zu bestreiten, gingen leider auf. Der Rumäne, der zuletzt 2005 einen Kampf verloren hat, etwas kleiner, aber mindestens so schnell wie Arik. Der Regensburger zeigte leider zu selten das, was ihn auszeichnet. Wie ein Pitbull verbeißt er sich meistens in seinen Gegnern und streckte die letzten so vorzeitig nieder. Gestern fehlte etwas die Frische in den Fäusten, vielleicht die Nachwirkungen vom Kampf vor einer Woche. Sei es drum, am Ende hat Ünsal Arik genau das erreicht, was er sich vorgenommen hatte. Als neuer IBF International Champion ist er nun unter den Top 15 in der IBF-Weltrangliste. Der lang ersehnte WM-Kampf. Er rückt langsam näher.